50.000 Robux successfully generated. Oh mein Gott, ich habe Robux bekommen? Habe ich jetzt wirklich Robux bekommen? Oh nein, ich glaube, ich wurde gehackt. Hey Leute, ich bin's Conny. Und heute schauen wir uns mal ein paar Gratis-Robux-Spiele an und ob die wirklich funktionieren. Und da einmal vorweg, in der Regel funktionieren Gratis-Robux-Spiele nicht wirklich. Da ist immer ein Catch. Meistens wollen sie dich hacken. Und wir werden jetzt aufdecken, was die wirklich wollen. Und dafür gehen wir jetzt einmal rüber zum Roblox-Browser und geben oben in die Suchleiste ein Gratis-Robux. So, dann suchen wir einfach mal in Erlebnissen nach Gratis-Robux. Und da kommen jetzt schon ein paar. Es ist immer das Gleiche. Beziehungsweise vor einem Jahr gab es halt immer diese Obbys. Gratis Robux. Beenden Sie Obby für Geld. Aber jetzt sind hier diese Please Donate-Stände auch immer dabei, weil vor fast einem Jahr kam ja auch Please Donate auf. Und das war ja dann wirklich eine Möglichkeit, um Robux zu verdienen in Roblox, ohne was ausgeben zu müssen. Wir gucken mal in das Top-Ergebnis. Das hat 149 Spieler. Das muss natürlich funktionieren. 97% Win Roblox Card Ride Free Cards Update Robux. Finish for Prizes. Fun Rewards awaits you. Und hier ist ein Robux-Logo. Das bedeutet, es wird wahrscheinlich keine Robux geben. Get Radio for only 99 Robux. Hier schön oft Robux in den Text geschrieben. Aber eigentlich soll man sich Sachen kaufen. Aber nirgendwo wird gesagt, dass es gratis Robux gibt. Es wird nur impliziert. Nirgendwo wird es direkt gesagt. Und dementsprechend brauchen wir da gar nicht erst reingehen. So, jetzt gehen wir zurück zu den Suchergebnissen. Robux Obby. Okay, Free VIP. Hier gibt es nur Free VIP, keine Free Robux, oder? Dieses Game gibt keine Robux oder Ticks. Ticks vor allem. Wie alt ist die Beschreibung, aus der du das geklaut hast? Ticks. Ticks gibt es seit 2017 oder so nicht mehr. So, ich will jetzt ein Spiel finden, das mir wirklich gratis Robux verspricht und nicht nur impliziert. Robux gratis. Hier steht nichts drin, aber Robux gratis finde ich ziemlich gut. Da würde ich doch mal reingehen. Was passiert denn, wenn ich hier reingehe? In das Spiel von Juan. So, wir sind drin. Noch habe ich keine Robux gratis. Laufen hier überhaupt Scripts? Ich habe keine Errors in der Konsole. Das ist sehr ungewöhnlich. Okay, wir haben hier ein Donation Board. Das hat noch niemand donated. Bei Abul Al-Abbas. Ich finde mein Donation Board immer noch besser. Könnt ihr euch auch gerne in euer Spiel packen. Wobei mein Donation Board inzwischen auch mal ein Update gebrauchen könnte. Aber keine Lust. Aber ja, das war's. Nur der Name sagt gratis Robux. Da hinten ist so ein Tower zum Klettern. Da ist dann noch irgendwas. Keine Ahnung, kann keine Sau erkennen. Hier haben wir so ein bisschen Z-Fighting mit der Baseplate. Aber das war's, keine gratis Robux. Das Haus ist einfach zusammengebrochen. Hier wurde wohl in Kleinstarbeit ein Haus gebaut. Wahrscheinlich in Kleinstarbeit ein Haus aus der Toolbox genommen. Und nicht geankert. Na gut, hier kriegen wir schon mal keine Robux. Gehen wir rüber ins nächste Game. Hier, das sieht doch so aus, als ob ich hier 10.000 Robux bekomme. Mega obvious. Disclaimer. Wenn du ein Roblox-Moderator bist, liest das. Weil hier steht immer derselbe Text drin. Ich verspreche keine Robux, ja. Er versucht halt nur mit dem Turban irgendwie Spieler ranzubekommen. Wir geben oben einfach mal Free Robux ein. Gucken, was da dann für Suchergebnisse kommen. Und da kommt direkt Please Donate. Und Please Donate ist wirklich eine Möglichkeit, um Robux zu bekommen. Ich kann es euch einmal zeigen, falls ihr es noch nicht kennt. Könnt ihr Please Donate einfach reingehen. Wenn ihr dann dem Spiel beitretet, dann gibt es ein Ladescreen. Im Hintergrund, oh, was ist denn mit meinem Skin los? Ah, jetzt, so. Im Hintergrund schaut Please Donate, ob ihr irgendwelche T-Shirts, Hosen, Shirts oder Gamepässe auf eurem Profil anbietet. Und dann könnt ihr hier einen Stand claimen. Und dann werden diese Sachen zum Verkauf angeboten. Also Gamepässe könnt ihr kostenlos erstellen, einfach irgendein Spiel gehen. Jeder hat ein Standardspiel. Da dann einfach einen Gamepass erstellen, Preis festlegen. Und dann kann man zum Beispiel solche Donations hier machen. Und dann können Leute halt rübergehen und sagen, jo, dir donate ich jetzt einfach mal 10 Robux. So, haben wir donated. Und so bekommt die Person dann nicht ganz 10 Robux, weil das Spiel kriegt 10% der Einnahmen. Das bedeutet, ein Robux geht an Please Donate. Roblox kriegt immer 30% der Einnahmen, das heißt, 3 Robux gehen an Roblox und dann bleiben noch 6 Robux übrig. Sie bekommt dadurch jetzt 6 Robux und die kriegt sie so innerhalb von 1-2 Wochen ausgezahlt. Also wundert euch nicht, wenn ihr was donated bekommt, ihr kriegt die Robux nicht sofort. Die kommen erst im Nachhinein, weil Roblox immer ein bisschen warten möchte. Nicht, dass die Robux, die man bekommen hat, irgendwo noch refunded werden oder so. By the way, ihr könnt mir auch gerne hier mal eine Offline-Spende raushauen. Ich heiße Roblox Conny. Könnt mir hier eine Nachricht reinschreiben, die gucke ich mir dann auch ab und zu mal an, weil ich habe gar nicht mehr so viele Robux. Deswegen wird es Zeit, dass wir jetzt mal wieder Free Robux bekommen. So, raus aus Please Donate, rein in Free Robux. Hier sind jetzt diese ganzen großen Spiele, die man findet, wenn man nach Free Robux sucht. Das erste große Spiel, das scheinbar Robux verspricht, ist Robux New. 999 Millionen Robux Obby, beziehungsweise Robux Obby. Und da steht dann wieder ein Disclaimer. Hier steht wieder genau der gleiche Disclaimer wie in all diesen Spielen drin, dass dieses Spiel keine Robux gibt. Also geht gar nicht erst in solche Spiele rein, die verschwenden eure Zeit. Wenn ich jetzt nach Robux suche, das schreiben ja gerne Leute
rein, um so ein bisschen um die Filter rumzukommen. Dann kommen schon mehr solche Ergebnisse. Hier gibt es überall Free VIP, aber keine Free Robux. Und dann haben wir hier Escape Robux Money Free Parcours. Total toller Name. Dieses Spiel gibt keine Robux oder Rewards. Ich finde es schade, dass ich jetzt nicht mal mehr diese ganzen Scam-Spiele von früher finde, damit ich euch darauf aufmerksam machen kann. Aber es ist irgendwo auch gut, dass ich diese ganzen Scam-Spiele nicht mehr finde. Weil früher gab es halt echt extrem viele Spiele, die nicht nur versucht haben, euch mit dem Term Free Robux ins Spiel zu locken, so wie die hier, sondern auch Spiele, die versucht haben, euch auf irgendwelche Webseiten zu locken, wo ihr dann, ich suche einfach mal auf Google nach Free Robux, wo ihr dann nach allen möglichen privaten Informationen gefragt werdet. Ich suche nach Free Robux und ich finde einfach Felix. Ah ja, dann stimmt, es gibt ja auch noch Apps. Der Play Store ist ja richtig verseucht. Ladet euch auf gar keinen Fall irgendwelche Apps aus dem Play Store oder aus dem App Store runter, die Free Robux heißen. Sehr wahrscheinlich Viren, Malware oder irgendetwas anderes. Free Robux Glücksrad. Werde ich mal einen anderen Browser öffnen und dann gucken wir mal, was gibt's denn hier für Scripts. World Wall, okay, und MSCND. Dann aktivieren wir mal diese Scripts, gucken wir mal nach, was diese Seite so macht. Free Robux Glücksrad. Okay, wir starten einfach mal. Und ich drehe. Was bekomme ich wohl? Ich bekomme... Was ist das? Was ist das? Schuckban Man Lanzau. Schuckban Mai... Schuckban Mai Man Lanzau. Das will ich nicht. Ich will weg. Nee, nee, das will ich nicht. Ich will Robux. Gib mir Robux. Und... Ich krieg 10 Robux! Ja! Also keine Ahnung, was das hier ist. Das ist wahrscheinlich irgendeine Glücksrad-Webseite, wo jemand genau dieses Glücksrad hier mit Free Robux erstellt hat. Und aus irgendeinem Grund kann man darauf zurückgreifen. Sehr viel YouTube, also werde ich mal YouTube entfernen. Gratis Robux, aber bitte kein YouTube. So, dann haben wir hier wieder diese Free Robux-App. Linktree, Robux umsonst. Ein Linktree. Es ist einfacher, als du denkst, kostenlose Robux in Roblox zu bekommen. Das sieht sehr nach Scam aus. Ganz viele Tags. Okay, wir klicken mal rauf. Wo führt mich das hin? Ich komme dann auf robuxumsonst.com. Ah, jetzt sind wir auf so einer Seite gelandet. Auf so einer Generatorseite. Okay, ich aktiviere mal die Scripts. Und dann klicken wir mal nach, was passiert. Also ich möchte, wenn ich dann schon die Wahl habe, mehr. Gib mir mal maximaler Betrag 50.000 Robux. Proxy benutzen, ja klar. Und dann drücken wir auf Okay. Mein Benutzername ist... Roblox Conny und ich benutze PC. So, gib mir mal meine Free Robux. Los, los, wo sind meine Free Robux? Wähle den Robux-Betrag. Habe ich ja schon gemacht. So, Benutzername Roblox Conny, Plattform PC. Okay, er erstellt Packages für Robux und ich kriege jetzt. Uiuiuiuiuiui. 50.000 Robux successfully created, generated. Oh mein Gott, ich habe Robux bekommen? Habe ich jetzt wirklich Robux bekommen? Und Schritt 3. Nun musst du nur noch bestätigen, dass du ein menschlicher Benutzer bist, kein Bot, damit Robux in deinen Account übertragen werden können. Okay, Anti-Bot-Überprüfung. Dann machen wir mal die Anti-Bot-Überprüfung, damit ich meine 50.000 Robux bekomme. Hallo, ich klicke, es passiert nichts. Also es kommen jetzt ziemlich viele 404 Get-Requests zurück. Also die Seite versucht gerade etwas zu bekommen. Die Frage ist nur, was für Anfragen schickt denn der da raus. Warum speichert er Kommentare in Cookies? Danke fürs Teilen. Danke, Admin. 30.000 Robux. Danke dir. Danke, endlich einen funktionierenden Gen gefunden. Kann nicht glauben, dass er wirklich funktioniert. Also super gute Kommentare einfach in den Cookies gespeichert. Die Cookies hier werden die ganze Zeit aktualisiert. Funktioniert aber scheinbar nicht so ganz. So, stellen wir mal hier die Zahl ein bisschen höher. Ah, geht nicht. Also der Generator kommt wahrscheinlich nicht so gut damit klar. Es sieht danach aus, als würde der versuchen, meinen Cookie zu stehlen, um halt meinen Roblox-Account zu stehlen und damit dann meine Robux zu stehlen. Danach sieht es wirklich aus. Aber der kriegt es scheinbar nicht hin, weil ich in einem privaten Browser bin, mit dem ich nicht in Roblox angemeldet bin und externe Scripts blockiere und den Zugriff auf externe Cookies auch blockiere. Dementsprechend kommt der Generator gerade nicht weiter. Aber wenn ihr das so weit treiben würdet, dann wäre es sehr wahrscheinlich, dass euer Roblox-Account gehackt wird und eure Robux, die ihr habt, weg sind. Also geht auf jeden Fall nicht auf solche Seiten. Ziemlich gefährlich, vor allem, wenn ihr dafür denselben Browser nutzt, mit dem ihr auch Roblox verwendet. Na gut, dann haben wir hier noch gute Frage. Gute Frage hilft immer bei guten Fragen. Wie bekommt man bei Roblox Robux gratis? Diese Frage wurde gestellt von Skedow vor 5 Jahren. Also im Vorfeld, die größte Firma, die Robux fake verkauft, ist Jamba. Warte, es gibt Jamba noch? Also, beziehungsweise vor 3 Jahren gab es Jamba noch? Robux kriegt man nicht kostenlos. Robux ist viel zu sicher, dass man sowas schaffen könnte. Keine Ahnung, was der labert. Auf jeden Fall ja. Wir können langsam mal zu einem Fazit kommen. Und ich würde sagen, das Fazit ist, ihr kriegt keine gratis Robux. Jeder, der euch gratis Robux verspricht, hat irgendeine Intention damit. Entweder er will an euch verdienen, auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht will er euch sogar scammen, eure Robux klauen, euren Account klauen. Oder halt einfach nur, dass ihr sein Spiel spielt, damit er Robux verdienen kann. Die einzige Möglichkeit,
Möglichkeit, ohne Geld auszugeben, Robux zu bekommen, ist es, für die Robux zu arbeiten, indem ihr Spiele erstellt, indem ihr Merch erstellt und das verkauft. Eine leichte Möglichkeit, durch Spenden Geld zu bekommen, ist halt Please Donate. Dazu habe ich ein Video gemacht, das seht ihr jetzt oben rechts auf dem i verlinkt. Da erkläre ich, wie man Game Pässe erstellt und dann halt die Game Pässe auch im Spiel hinzufügt. Ist ein bisschen veraltet, aber das Grundprinzip bleibt das gleiche. Ich sehe schon kommen, dass manche Leute von euch dann solche Sachen sagen wie: Ja, Microsoft Rewards, damit kann man echt gratis Robux bekommen. Verschwendet eure Zeit nicht mit solchen Reward-Programmen. Ratet mal, warum ihr gratis Robux bekommt, nachdem ihr einen Monat lang euer ganzes Leben in dieser App verschwendet habt. Weil ihr eure gesamte Lebenszeit da reinsteckt, um für die noch viel mehr Geld zu generieren, als ihr am Ende zurückbekommt. Ihr kriegt einen minimalen Bruchteil von dem Geld zurück, wenn ihr überhaupt was bekommt, weil ihr müsst immer eine Mindestauszahlungsgrenze erhalten. Also lasst es einfach sein. Lernt am besten, wie man Roblox-Spiele erstellt, macht euer eigenes Roblox-Spiel. So bekommt man am schnellsten und am zuverlässigsten Robux, indem man einfach ein eigenes Roblox-Spiel erstellt. Natürlich ist das viel Arbeit, aber es lohnt sich auch. Und der kleine Weg zum Anfang ist es einfach, sich einen Game Pass zu erstellen und den auf Please Donate zu verkaufen. Denkt euch ein cooles Gimmick aus, um die Leute zu überzeugen, dass sie auch wirklich mal einen Game Pass von euch kaufen. Das war's mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Klickt auf das Video, das hier eingeblendet ist. Bis denne, Antenne!